Hallo, mein Name ist Freddy. Herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Danke dafür, Luca. Hey, herzlich willkommen. Ich habe mich, glaube ich, in der letzten Zeit sehr häufig und sehr tapfer hier geschlagen als Bäcker. Und dementsprechend, ne, die Leute haben mir zugestimmt, ich bin da drin einfach zu gut. Schöne Ecke. Halbwegs. Deswegen dachte ich mir, ich approach heute mal so eine kleine andere Base, weil ich bin Kochtyp, Weihnachtskochtyp. Ich koche viel Weihnachten. Ich schwöre, hier ist eine Party auf dem Dach oder so gerade. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hört ihr das? Wir haben deswegen was vorbereitet und zwar werde ich heute diese Cup Instant-Nudeln. Manchmal esse ich Instant-Nudeln. Ist nicht gut, aber es geht schnell. Ich mache was anderes und zwar widme ich mich heute dem klassischen Punsch. Und zwar einem schönen Punsch. Kein Alkohol. Mm-mm. We don't do this around here. Und man braucht auch nur einen Topf dieses Mal, deswegen sind wir in die Küche. Ich mache Punsch für alle. Hat ihr Bock? Bevor ich rübergehe, ihr könnt nach wie vor diesen Weihnachtsbaum mit den ganzen Unterschriften von YouTubern auf diesen Christbaumkuchen gewinnen, indem ihr einfach mal ein Abo da lasst. Wie wäre das denn mal? Da ist Luca drauf, Jody, unsympathisch, Nico, Izzy. Das ist sehr schief, würde ich sagen, oder? Tach, Tach, na? Was geht? Hier ist wieder euer Christian Rach, ne? Ich bin jetzt hier in meiner wunderbaren Restaurantküche. So kann's nicht weitergehen. Weißt du überhaupt, wie man kocht? Nein! Aber ich bin auch auf der falschen Seite der Kamera. Das stimmt, du kleines Kind. Warum mache ich eigentlich die ganze Zeit so? Weiß ich auch nicht. Vielleicht bist du auch gar kein Koch, ey, sondern ein Käfer. Wichtig für uns alle war dieses Segment wieder mal. Ich habe hier was vorbereitet und zwar diesen wunderbaren Becher. Ein Liter Wasser, ein Litre, Litre, steht ja Litre, Litere, Litero, Litre, Liter. Muss hier rein erstmal an Früchtetee. Ich zeige euch, wie es gemacht wird. Ich habe den Leon gefragt hier, der hat gesagt, ich kann das einfach benutzen, wie ich lieber lustig bin. Jetzt steht hier unten, das ist eine Literanzahl, ne? Da steht ein Liter unten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das übereinstimmt, weil ich glaube nicht, dass das hier unten ein Liter ist in dem Becher hier. Aber Masse und so, war nie noch mein Ding, weil Massephase mache ich seit 5 Jahren. Und das ist hier ein Litre jetzt. Also von daher werde ich den Liter jetzt mal da reinballern und dann hier 8 Früchtetee-Genussteile reinbätzen. Gönn dir mal. Was sagst du? Ist tatsächlich ein Liter. Ein Liter Früchtetee, natürlichen Früchten, ganz ohne Aromen. Das ist natürlich toll. Nicht, dass es nachher noch nach was schmeckt. Hier würde aufschreiben mit unseren 130-jährigen Tee-Erfahrung. Teekanne, Alter. Jetzt habe ich noch von so einer großen Firma gekauft. Nicht so independent dem kleinen Teeladen nebenan. Wie viel Tee macht sowas denn? Ach, kochendes Wasser. Jetzt muss ich die Kacke erstmal aufkochen, ne? Oh. Schau schon mal, ich mache das hier schon mal auf. Im Prinzip kippt man jetzt alles zusammen, erwärmt das eine gute Runde und dann macht es blöd und dann ist fertig der Punsch. Und dann werde ich das den Jungs hier mal schön andrehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da reinmachen muss. Ich weiß, für wie viel ist das denn? Warum steht das da denn nicht drauf, für wie viel Liter das so eine Teekacke ist? Ich würde jetzt einfach mal sagen, so 5 Stück oder 10. Ich mache Mitte. 9. Turn of Tee. Oh, da klingelt es. Ich glaube, das ist mein Special Guest für die heutige Folge. Das ist tatsächlich mein Special Guest. Der kommt jetzt wahrscheinlich hier gleich rein. Wahrscheinlich möchte der auch noch essen. Da kommt auf jeden Fall die Folge noch rein. You never know. So, ich werde jetzt einfach schon mal mit da rein tun. Dann kann das ein bisschen länger ziehen. Ich mache noch kurz 1. Wir schauen nochmal. 2. 9. Was meinst du, 9 für so einen Liter sollte gehen, oder? Damit das genügend Tee wird. Was kommt da an Alkohol rein? Ja, das ist ja, das ist ja ein christlicher Kanal hier, ne? Jesus hat auch jetzt... Und Orangensaft und Tee und... Ja, da ist Alkohol, Jesus drin. Ein bisschen Jesus ist da drin. Ey, ist auf jeden Fall ein Bündel, Alter. Das riecht Teabaggen. Jetzt weiß ich, wo es herkommt auf jeden Fall. So, okay, ja, komm rum. Das ist alles hier ein bisschen sporadisch. So, Hintergrund. Mach das. Mein Bruder ist da, ey! Wir haben jetzt neue Herdplatten, weil da steht immer so Sachen drauf. Deswegen. Wir haben es Hartz IV-mäßig gelöst, muss man sagen. Wir haben einfach neue Herdplatten eingeholt. Ich habe jetzt so ein bisschen Problem noch, weil das stand in dem Rezept drin. Ich glaube, die Nelken, die kann man irgendwie wieder rausfischen. Also, wenn man das so durchsiebt. Aber da stand halt drin, dass man Zimt, dass man so Zimtstangen holt. Hm. Habe ich nicht gefunden. Löst sich auf. Ja? Stimmt. Nee. Ich sehe, wir haben den gleichen Kochansatz wenigstens. Das sieht aus, wenn man in der Wand spachteln kann. Ja. Warum liegt das in der Küche? Hier werden Sachen gemacht, Mann. Das glaubst du gar nicht. Das ist unser Spachtel. Spachti heißt der. Und auch eine Mülleimer, der sehr lecker aussieht. Alles hier. Wie so Kadaver durchs Wasser ziehen, weißt du, wenn du so Haie anlocken willst. Ein bisschen.
Das ist die Top-Kamera-Perspektive auch. Ihr seht optimal, was hier abgeht. Das ist auch nicht so spannend. Ja, es ist halt Wasser, was nicht kocht nach wie vor. Ich glaube, das waren 5 bis 8 Minuten. Wenn nicht, dann nicht, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich habe auch überlegt, das runterzustellen, aber es ist voll warm, deswegen. Quality. Das sieht doch mal aus wie. Wie ein Fehler. Das haben wir. Du hast gesagt, Zimt löst sich auf. Bestimmt. Bestimmt. Bleiben wir mal bei dem Wort bestimmt. Es waren auch keine Mengenangaben, glaube ich, dabei. Ich müsste jetzt mein Handy rausholen, das ist in meiner linken Hosentasche. Ja, aber Zimt ist schon dominant, ne? So sagst du? Ja, ist ein Teelöffel, ne? Dann Vanillezucker. Und hier gab's Vanille und Zucker. Ich dachte, das geht bestimmt auch, weil da sind halt Vanilleschoten drin und Zucker. Das muss man, glaube ich, einfach eine gute Weile lang reiben, bis man beides wirklich drin hat, ne? Weil sonst hat man so ein bisschen Probleme. Und das soll ich einfach so reinmachen. Weil die Nelken muss ich auch rausfischen nachher, die müssen wir eh sieben. Ja, ne? Boah, ist aber geil. Riecht wie so ein Wellness-Spa. Das machen die immer, die schönen Spa-Erlebnis, Vanille und Zucker, Alter. Schön in so einem Beutel und dann einmal rum. Ja, Zucker kann rein. Muss ja süß sein. Muss noch rein, roter Traubensaft, ganz witzig. Heute eine tolle Story erlebt. War eine junge Dame da, hat zu mir gesagt, haben Sie weißen Traubensaft? Ich gesagt, ich arbeite nicht hier, bin weitergegangen. Hab aber roten Traubensaft gefunden, hat mich auch lange gebraucht. So, den baller ich jetzt einfach mal schön hier rein. Schön, das ist glaube ich ein Liter, direkt von daher einfach mit rein. So, dann natürlich noch Nelken. Weiß ich immer noch nicht, was das ist, aber es sollen Nelken rein. Ja, das sind ganze Nelken. Und jetzt ein Liter O-Saft. Problem war, ich habe nur 1,5 Liter gefunden. Weil alles andere war mit Fruchtfleisch. Und ich hatte keinen Bock auf Fruchtfleisch-Punsch. Weil das ist voll ekelhaft. Deswegen war schön, ohne irgendwelche Marken repräsentieren zu wollen. Die drucken das ja auch nicht auf jede Seite und auf jede freie Fläche, die sie haben. Ein Liter muss ich jetzt abschätzen. Ich glaube, das ist ein Liter. Halber Liter muss noch drin sein. So. Das würde ich jetzt gerne nochmal aufkochen und dann ist es gleich schon fertig. So macht man Punsch, Mann. Hype. Hast du schon mal Punsch gemacht? Nein. Ich auch nicht. Ich habe mal getrunken, oder? Ja. Das ist der heiße Scheiß. Wir machen. Hey, Vorsicht, nicht gegen die Türe treten, sonst haben wir ein Riesenproblem hier. Was denn? Ja, komm. Boah, Alter, was für eine Luft hier? Das ist einfach nur eine Zimtluft. Ja, das ist Punsch. Punsch. Und? Boah, die das Küche riecht nicht mehr nach Mock. Das ist ja, als ob das so eine Sauna, die aber sehr feucht ist. Ja, oder guck mal hier. Und dann riecht man an Vanille, glaube ich. An Vanille und Zucker. Das riecht wie ein Spa. Ne? Das riecht auch nach Zucker. So, und jetzt legen Sie sich mal auf den Bauch, ziehen Sie sich mal aus. Und dann holen wir gleich die Tanja, die läuft immer über den Rücken rüber. Ja, ich guck mal, ich mache euch gleich mal eine Tasse fertig. Das ist echt vernünftig. Ne, ein bisschen Glitzer würde ich nicht mehr reintun. Zeig mal, hab ich das mal gekauft? Ne, das habe ich gekauft für. Nein, 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 nein! Oh nein, das ist voll. Nein! Das ist Zucker, oder? Ja, okay. War halt schon scheiß viel Zucker drin, aber da unten ist was drauf gekommen. Egal. Okay, Leute, ich mach dir gleich ein Becherchen fertig, dann will ich deine Reaction sehen, okay? Nein! Aber hier sind noch ganz viele. Ja, aber nicht dabei. Nee, nicht dabei. Nein, das Nein bezog sich auf, ich soll das probieren. Das ist lecker! Der Punsch ist wirklich lecker. Hier, aber nicht reintun, bitte. Darfst du so essen? Ja, kannst du essen. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. Aber hi erstmal noch an dieser Stelle. Hi. Alles gut? Genau. Sehr gut. So. Komm sofort wieder. Steht fast gerade. Das ist, glaube ich, das gehört sich so. Nee, das ist zu professionell. So ist besser. Ich glaube, ich bin auch hier abgeschnitten. Ja, dann sind noch deine Haare sogar. Echt? Immer noch? Nee, jetzt nicht mehr. Oh nein. Das ist wirklich lecker! Ich hab's auch probiert. Ich hasse Punsch und ich glaube nicht, dass ja, aber du hast noch zwei Cutter. Alles vielleicht. Oh, hallo. Das ist ein bisschen schräg geworden. Hallo. Jetzt zeig mal. Zeig, wie lecker das ist. Ihr könnt jetzt viel sagen. Ist das Zimt, ne? Das ist Zimt drin, ja, tatsächlich. Da riecht man auch. Einer hat Tabasco, so aber keiner weiß, welcher Tabasco hat. Nein, Quatsch. Nee, kann man machen. Kann voll machen. Guck! Die Essen würden ja auch alles. Ja, weil du uns das gibst. Oh! Das stimmt gar nicht. Oh! RIP! Was darfst du mir den behalten? Ich trinke den. Ja, klar, natürlich. Ist sogar noch mehr in deinem Topf. Ach, super. Mein Topf gehört ja auch eigentlich hier, oder? Ja, klar. Eigentlich ist es dein Punsch. Nee, aber vielen Dank. Gerne, kein Problem.
weh, ich sehe das nachher im Abfluss, ne? Ich überprüfe die Abflüsse. Jetzt wegen deinem Punsch die Arbeitsleistung hier sinkt, ja? Quatsch, guck mal, wie glücklich der ist. Der hat noch nie mehr gestrahlt. Ist gut auch für die Haare, ich kenne das. Ja? Viel ja, Punsch ja, immer, ja. Das ist einfach voll die liebe Überraschung für die ganzen Leute und die regen sich die Zeit auf. Okay, wie warm dürfen wir? Das ist ja nicht schlimm. Gut, Jule, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Ey, ich hab Punsch gemacht. Ach, Freddy, Alter, was ist denn heute mit dem Weihnachten? Weihnachten auch ein bisschen warm. Junge, ich will nach Hause. Ist da Alkohol drin? Ein bisschen. Ist da Alkohol drin? In deinem schon. Ich kann nicht, ich muss da Auto fahren. Nein, jetzt. Da ist kein Alkohol drin, ist Punsch. Das kann ich nicht sagen. Warum sind da so Stücke drin? Weil Felix so ein bisschen Glitzer reingemacht hat. Aber das nur Zucker. Hier, für dich auch. Die Zucker, Alter, das ist Wandfarbe. So, nein, das ist einfach nur Zucki. Warum hast du heute so viele Schnapsideen? Ist doch top. Das ist ein Top-Punsch. Punschallergie, Alter. Du hast keine Punschallergie. Felix hat auch eine Punschallergie. Mal noch einen Schluck. Schnell mehr, dann bleibt er dauerhaft tot. Schnell. Freddy, ich brauch Wasser. Ja. Mehr. Oh, das war sehr warm, glaube ich. Das tut mir leid. Warte, Wasser. Gerold Steiner. Oh, Ike. Ich find's lecker. Ja, ne? Ja. Schon wieder so gestorben? High five, komm. Ja. Rebelser.de, meine Freunde, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Es gibt gerade eine Autogrammkarte-Aktion. Nee, schmeckt super. Ja, ne? Aber so super, dass man Schisslit. Ja, Schisslit. Schisslit. Ist auch echt lecker. Oh, das ist dein Zimmer. Mir egal, ehrlich gesagt. Können wir das bei dir im Zimmer machen? Nee, auf keinen Fall. Muss ich das jetzt austrinken, um dir einen Gefallen zu tun, oder kann ich einfach nach Hause fahren jetzt? Kannst du auch mitnehmen. Deine Freundin ist kalt, habe ich auf Twitter gelesen. Von daher, die Sommer. Nimm mal einen Schluck mit. Ich lass den hier stehen, ich glaube, der ist kalt und morgen nach dem Tag ist der noch besser. Das glaube ich. Ja, das ist wie ein Hast Wein. Hast du den selber gemacht? Ja! Wie ein guter Wein. Punsch. Das ist bestimmt so einen billigen Kinderpunschbau. Nein! Ich habe O-Saft, roter Traubensaft, Tee habe ich eingelegt, damit Tee rausgerüstet im Päckchen. Zimt, Nelken und das andere. Vanillezucker. Der ist auch langweilig, oder? Das ist ein Top-Video, hallo! Hast du keine Arbeit? Das ist meine Arbeit! Das ist ein Top-Video. Ey, Leute, könnt ihr mal bitte, das ist doch eher die Top-Punsch-Überraschung und alle rasten aus. Geh nach Hause jetzt. Ja, in deinem war Tabasco drin. Was? Nein, war ein Joke. Nee, war nicht drin. Ich hätte Tabasco. Ja, gut. Ja, danke für die Kamera, Dennis. Wir müssen natürlich jetzt auch noch einen trinken. Da kommt es nicht drum rum. Der ist doch wirklich lecker. Guck mal. Ist lecker. Ich wollte gerade sagen. Meine Güte. So. Seitdem ich den Bund getrunken habe, geht's mir ganz schlecht. Dennis, ich habe dir auch noch was gemacht. Ich überreiche dir das mal. Ey, das ist voll lecker. Leute, ich habe auch meins hier. Guck. Das glitzert ja wirklich. Ja, ja, das ist top. Das ist wie Weihnachten in einer Tasse. Prost. Prost. Top Ding. Oder? Ist lecker. Ein bisschen Autoatem. Ja, ich wollte gerade sagen, einmal zur Tür gegangen und zurück, das ist er. Liegt in der Familie alles. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe mal Punsch gemacht, alle haben sich gefreut. Ich finde es ein Top-Ding, ich weiß gar nicht, was alle immer haben. Also, ich freue mich, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Haut rein. Ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.